Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung über Martin Heidegger. Heidegger hat ja die ganz große, genuin philosophische Frage gestellt: Was ist der Sinn von Sein? Was ist der Sinn des Lebens? Und Heidegger gehört zweifellos mit seiner Daseinsanalyse zu den bedeutendsten Denkern des Abendlandes. 1927, also in der Weimarer Republik, hat er sein Hauptwerk Sein und Zeit publiziert und geschrieben. Und ich sage es Ihnen ehrlich, als ich als junger Student dieses Buch in die Hand bekam, konnte ich es nicht mehr weglegen. Es hat mich hineingezogen wie in einen Strudel, weil Heidegger beschreibt darin die tiefsten Strukturen unseres Lebens, unseres eigenen Daseins. Und er entwickelt eine Struktur nach der anderen. Und also Sie alle hier im Saal und ich und auch alle draußen, alle Menschen, wenn Heidegger recht hat, haben gemeinsame strukturelle Wesensmerkmale, die unsere ganze Weltwahrnehmung, unser Verhalten, unser Denken und Fühlen ausmachen. Und Heidegger nennt diese den Menschen zukommenden grundlegenden Strukturen, diese gemeinsamen Wesensmerkmale, die unser Leben bestimmen, Existenzialien. Ich habe sie Ihnen hier mal schon mal ein bisschen aufgelistet. Damit es nicht so abstrakt bleibt, nehme ich ein Existenzial schon mal ein bisschen vorweg: die Sorge. Der Sorge, Charakter des Daseins, wäre eine solche Struktur, die wir alle haben und die wir auch nicht ablegen können. Denn jeder Mensch hat diese zutiefst zugrunde liegende Struktur, dass er sich um sein Leben sorgen muss, dass er sein Leben irgendwie bewältigen muss, sich in der Welt zurechtfinden und dem Leben eine Richtung geben muss. Das macht er durch große und kleine Entscheidungen. Und das sieht bei jedem von uns natürlich ganz anders aus. Der eine ergreift den Beruf, der andere den anderen, der eine heiratet, der andere nicht. Aber dass sich jeder um sein eigenes Leben kümmern muss, das ist eine Struktur, die wir nicht hintergehen können. Und jetzt sagt er was Interessantes bei der Gelegenheit auch: Diese vielen kleinen, großen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, um dem Leben eine Richtung zu geben, können auch falsch sein. Und wir können in einem uneigentlichen Modus des Daseins leben, der uns eigentlich gar nicht entspricht. Es gibt Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit als Möglichkeiten unseres Daseins. Und wir laufen schnell Gefahr, durch das Mann, durch die Gesellschaft, durch die gesamten Einflüsse in diesen Modus des anonymen Mann zu kommen und dann ein Leben zu führen, was vielleicht gar nicht unserer Bestimmung entspricht. Die große Frage, die sich für Sie und für mich, für uns alle stellt, ist natürlich jetzt: Wie finde ich meine Bestimmung? Wie finde ich meine Eigentlichkeit? Bin ich in der Eigentlichkeit? Das werden Sie heute erfahren. Gut. Also Heidegger ist ja zusammen mit Sartre der Urvater der Existenzphilosophie. Er selber aber sagt, nein, er wäre kein Existenzphilosoph, er wäre Fundamentalontologe. Dieses Werk ist Fundamentalontologie. Was meint er jetzt damit wieder? Ontologie ist die Lehre vom Sein. Und man kann es am einfachsten erklären vielleicht mit Biologie, Bios Logos. Also Logos heißt die Logik, die Lehre vom Leben. Oder Soziologie wäre die Lehre von der Gesellschaft. Oder Zoologie, die Lehre von der Tierwelt und so weiter. Das sind alles Einzelontologien. Geologie, Geos Logos, die Lehre von der Erde. Einzelontologien, die alle versuchen, sinnerklärend einen Teilbereich des Seins transparent zu machen, zu erklären, Gesetzmäßigkeit zu finden und zu verstehen. Und der Heidegger sagt jetzt aber, alle diese Einzelontologien setzen etwas Fundamentales voraus, etwas Fundamentales, was überhaupt noch nicht erfragt worden ist, nämlich die Bedingung der Möglichkeit, dass sie überhaupt seinsverstehend und sinnerklärend diese Teilbereiche erkennen und erforschen können. Und das ist seine Fundamentalontologie. Er untersucht, wie der Mensch seinsverstehend in der Welt ist und
Was er auch noch macht als Fundamentalontologe, er fragt nicht nach so einem Teilbereich der Welt, nach der Erde, dem Tierleben, der Gesellschaft. Er fragt nicht, was diese Teilbereiche für einen Sinn haben, sondern er fragt nach dem Sinn von Sein überhaupt, nach dem Sinn des Lebens. Da habe ich gleich mein erstes Zitat. Und so gilt es denn, die Frage nach dem Sinn von Sein zu stellen. Um aber diese Frage nach dem Sinn des Lebens zu bearbeiten und zu beantworten, müssen wir, so Heidegger, zuallererst mal schauen, wer ist denn der Fragesteller? Wer stellt denn so eine Frage? Und das ist nur der Mensch. Und in diesem Ist-Sagen des Menschen, wir sagen ja ständig Sätze mit Ist, also das Wetter ist schön, das ist eine wunderschöne Welt oder der Kapitalismus ist ungerecht und muss revolutionär bekämpft werden. Da äußert sich ja schon ein Seinsverständnis. Ja, in diesen einzelnen Ist-Sätzen ist schon immer ein kleines Seinsverständnis drin. Und darum, sagt er, müssen wir erstmal den Menschen erforschen, als denjenigen, der die Frage stellt. Deswegen kann er sagen, Ausarbeitung der Seinsfrage besagt demnach, durchsichtig machen eines Seienden, des Fragenden in seinem Sein. Also Ausarbeitung der Frage nach dem Sinn des Lebens bedeutet durchsichtig machen des Fragenden, also des Menschen in seinem Sein. Weil wir sind die, die fragen. Ein Stein fragt nicht. Ja? Und er setzt es dann fort und sagt, dieses Seiende, das wir je selbst sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragen hat, fassen wir terminologisch als Dasein. Also dieses Seiende, das wir Menschen je selbst sind, nennt er Dasein. Gell? Weil nur der Mensch hat die Möglichkeit, als Fragesteller in der Welt zu sein, und er nennt es jetzt mal Dasein. Das ist eine reine terminologische Definition. Und dann kommt sein Satz, ein zentraler, schöner Satz von Heidegger: Das Dasein ist Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht. Jetzt, Sie lachen, da sind wir schon richtig in Heideggers Sprache drin, die so oft kritisiert wurde. Adorno beispielsweise sagt, der ganze Heidegger, das wäre ein einziger Jargon der Eigentlichkeit, also ein Jargon. Aber es stimmt nicht ganz. Heidegger hat, wie übrigens auch Hegel, den ich ja auch sehr schätze, wie Sie wissen, eine eigene Sprache gebraucht, um das, was er sagen wollte, zu sagen. Und dieser Satz ist im Grunde ja auch ganz verständlich. Das Dasein, wissen wir ja schon, das Dasein ist das Seiende, was fragen kann, also der Mensch, ist ein Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht. Ich übersetze es jetzt mal ganz prosaisch, das ist nämlich ein ganz einfacher Satz. Vielleicht übersetze ich es jetzt auch zu leicht. Heidegger Spezialisten, hören mal bitte kurz weg. Der Mensch ist ein Lebewesen, dem es in seinem Leben um dieses Leben geht. Verstehen Sie? Und schon wird es verständlich. Der Mensch ist ein Lebewesen, dem es in seinem Leben genau darum geht, um sein eigenes Leben. Dem Stein geht es nicht um sein eigenes Leben, denke ich mal. Ja, also. Aber dem Menschen eben schon. Und wenn wir jetzt den Menschen erforschen, und das macht er jetzt dann, brauchen wir eine neue Methode, nämlich die Phänomenologie. Das hat er von seinem Lehrvater Husserl, weil die klassische naturwissenschaftliche Methode funktioniert überhaupt nicht, weil da wird eine Versuchsanordnung gemacht und ein Fragekatalog aufgestellt und der wird dann über das Objekt drüber gestülpt. Und dann kriegen wir natürlich auch nur die Antworten, die in der Frage schon drinstecken. Was anderes wird ja gar nicht erfragt. Und um aber den Menschen als ein Sinn- und Seinsverstehendes Wesen zu erforschen, brauchen wir eine andere Methode, die Phänomenologie. Und die beschreibt er, das, was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen lassen. Also er sagt, wir müssen die Phänomene anwesen lassen, wie sie sich von sich selbst her zeigen, und dürfen nicht gleich unser Raster drüber legen. Ich kann das jetzt leider nicht mehr weiter ausführen, die Phänomenologie, aber er hat tatsächlich mit dieser neuen Methode erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ein erstes will ich Ihnen gleich vorstellen. Es ist zugleich ein erstes Existenzial, nämlich das in der Welt sein. Weil, wenn wir phänomenologisch den Menschen mal anschauen, ist es nicht so, dass wir erst Subjekt sind
und dann auf die Welt schauen, da ist draußen die Welt, hier sind wir, und dann kommt die Welt irgendwann in uns rein, weil wir die Welt erkennen. So ist es nicht, sagt der Heidegger. Phänomenologisch ist es gleichzeitig. Sobald wir die Augen aufmachen, sind wir in der Welt. Da sind wir, wenn wir aufwachen, im Zimmer, im Raum, wir riechen, hören, singen, da sind wir gleichzeitig da mit der Welt. Es ist nicht so, dass wir erst Subjekt sind und dann auf die Welt zugehen. Diese klassische Subjekt-Objekt-Trennung, die zum Beispiel Descartes und Immanuel Kant noch machen, die gibt es phänomenologisch gesehen gar nicht. Sie wissen ja, bei Kant, da ist das Subjekt, der Mensch, und der legt seine 12 Kategorien und die a priorischen Anschauungsformen Raum und Zeit über das Objekt und kommt dann zu einer Erkenntnis. Und Heidegger sagt, nein, es ist gleichzeitig, wir sind ein In-der-Welt-Sein. Und nicht nur das, er wirft Kant und anderen auch vor, dass sie etwas Grundlegendes vergessen haben, wie der Mensch auf die Welt zugeht. Wir sind nämlich auch, und das wäre das nächste Existenzial, immer in irgendeiner Befindlichkeit. Wir sind je schon immer in einer Stimmung. Und das ist nicht so unbedeutend. Jetzt kann man sagen, ja, die Stimmung ist ja für die Erkenntnis völlig wurscht. Aber es ist nicht so. Heidegger sagt, im sich richten auf und erfassen geht das Dasein nicht etwa erst aus seiner Innensphäre hinaus, in die es zunächst verkapselt ist, sondern es ist in seiner primären Seinsart nach immer schon draußen, bei einem begegnenden Seienden in der je schon entdeckten Welt. Und wir sind also im Sichtrichten auf je schon immer in der Welt. Das bezieht sich jetzt noch auf das in der Welt sein. Und die Befindlichkeit ist, dass wir je schon immer in der Welt sind, und zwar in einer ganz bestimmten Stimmung. Die Stimmung prägt auch unsere Erkenntnisse. Er sagt, dass Stimmungen verdorben werden und umschlagen können, sagt nur, dass das Dasein je schon immer gestimmt ist. Also man sagt ja, der geht mit einer rosaroten Brille durch die Welt und sieht alles wunderbar in schönsten, leuchtenden Farben. Oder man sagt, der sieht alles grau in grau, weil er in einer gedrückten Stimmung ist. Also, und es kann auch sein, man ist in einer wunderbaren Stimmung und auf einmal schlägt es um in eine gedrückte Stimmung. Bei Kindern ganz oft. Aber es ist nie so, dass wir keine Stimmung haben. Also Stimmungen sind immer da. Oder Befindlichkeit. Ich meine, Sie können hier jetzt schnell mal die Probe aufs Exempel machen. Ich werde jetzt in 5 Sekunden geben. Versuchen Sie mal nicht in Stimmung zu sein und keinerlei Befindlichkeit zu haben. Und? Schwierig, oder? Die meisten werden jetzt wahrscheinlich gedacht haben, was will der Referent da von mir? Komische Frage. Und selbst wenn Sie, aber auch wenn Sie das denken, wenn es Ihnen so geht, ja, komische Situation, wie komme ich jetzt aus der Befindlichkeit, dann haben Sie ja auch wieder eine Stimmung, verstehen Sie? Und denken, ja, der komische Referent. Also man ist immer in irgendeiner Stimmung. Selbst wenn Sie versuchen zu meditieren, ist das eine Stimmung. Sie kommen nie ganz raus. Deswegen ist das das zweite Existenzial. Warum ist die Stimmung oder die Befindlichkeit überhaupt bedeutsam? Weil sie unsere Wahrnehmung beeinflusst. Das zeige ich Ihnen hier ganz einfach. Das ist derselbe Baum. Der Holzfäller nimmt den Baum wahr und der Vater mit dem Kind und der Hund auch nimmt den Baum wahr. Aber der Baum wird aufgrund der unterschiedlichen Stimmung völlig unterschiedlich wahrgenommen. Also der Vater zeigt diese herrlichen Blüten vom Apfelbaum der Tochter und ist in einer wunderbaren, schönen Sommerstimmung, blauer Himmel. Und der Holzfäller muss den Baum fällen, weil die Straße verbreitert wird und sieht das halt als Arbeit und schaut auch ganz besorgt. Also Sie sehen, das ist derselbe Baum, aber der wirkt ganz anders auf die. Jetzt stellen Sie sich mal noch ein Liebespaar vor, was unterm Baum liegt und hochschaut, wie langsam die Äste im Himmel wogen. Die nehmen den Baum noch mal anders wahr. Also die Stimmung führt auch zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung. Und was wir hier an dem Bildchen auch gleich noch sehen, der Holzfäller schaut jetzt ein bisschen besorgt, aber auch der Vater ist besorgt. Also die Sorgestruktur des Daseins, die ich vorher schon angedeutet habe, diese Sorgestruktur ist ein Existenzial natürlich, weil der Holzfäller sorgt sich jetzt vielleicht konkret darum, dass er denkt, ja, eigentlich ein schöner Baum, blöde Straße, muss ich den fällen? Oder er sorgt sich,
weil er noch mit der Axt arbeitet und weiß, bald werden die mit den Motorsägen ihn vielleicht den Job kosten. Vielleicht sorgt er sich auch um was ganz anderes. Aber die Sorge an sich haben wir immer, die Sorgestruktur. Und der Vater sorgt sich und will vielleicht, dass das Kind einen Umgang mit der Natur findet und die Natur zu schätzen weiß. Und Heidegger sagt jetzt, im gerichteten, sorgenden Aussein auf etwas ist das Worauf der Sorge die jeweilige Welt. Klar, also jeder sorgt sich auch um etwas anderes. Gell? Also, und wir sind in unserer Sorge immer schon auf etwas aus. Also auf eine gute Schulbildung, auf eine gute Ausbildung. Wir sorgen uns um die Zukunft, wir sorgen uns beispielsweise wir überlegen, was wollen wir studieren oder wollen wir eine Ausbildung, eine Lehre machen und so weiter. Und die Sorge ist ja allgegenwärtig, also beispielsweise auch, man spricht ja sogar von Altersvorsorge, man spricht auch von Gesundheitsvorsorge. Und Heidegger meint aber mit dem Sorgecharakter des Daseins als existenzial keine einzelne konkrete Sorge, auch nicht die Summe aller Sorgen, sondern die grundlegende Struktur, dass wir uns Sorgen machen müssen. Sie kennen ja dieses hallomäßige Lied, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da. Das meint er jetzt nicht, die einzelnen Sorgen, auch nicht die Summe der Sorgen, sondern die Struktur, dass wir nicht anders können, als uns auf die Zukunft hin zu entwerfen. Und da sagt er diesen schönen Satz, das Dasein ist im Selbst, in seinem Sein, immer schon vorweg. Warum sind wir Menschen uns in unserer Gegenwart immer schon vorweg? Weil wir an die Zukunft denken, uns auf die Zukunft hin entwerfen. Es ist sogar ein existenzial, dass wir uns entwerfen können und müssen. Wir müssen uns entwerfen und können. Da haben wir keine Wahl. Also ein junger Mensch ist wahrscheinlich noch mehr im Modus des Entwurfs, weil der sich eben viele Gedanken muss, wo er hin will, ob er Französisch lernt oder Englisch oder dies und das. Aber auch im höheren Alter müssen wir auch ständig unserem Dasein Richtung geben, kleine und große Entscheidungen treffen. Und deswegen sagt er, das Dasein ist, solange es ist, entwerfend. Aber wir kommen also nicht raus. Solange wir sind, sind wir entwerfend. Interessant ist jetzt aber, dass er auch sagt, wir können nicht in der Gegenwart aufgehen. Das geht nicht. Also die ganzen Glücksratgeberbücher, wo dann steht, lebe im Augenblick, carpe diem, versuche im Augenblick aufzugehen, das ist nur sporadisch, wenn überhaupt möglich, weil letztendlich diese Struktur ist unhintergehbar, dass wir entwerfend sind. Auf dem Grunde der Seinsart, die durch das Existenzial, da haben wir es wieder, durch das Existenzial des Entwurfs konstituiert wird, ist das Dasein ständig mehr, als es tatsächlich ist. Ja, wie meint er das? Warum ist unser Dasein ständig mehr, als es tatsächlich ist? Ich hatte einen Freund, der hat Medizin studiert. Und diese Medizinstudenten, die sind nicht nur Medizinstudenten, denen ihr Dasein ist bereits mehr, als sie im Augenblick sind. Die sehen sich schon als künftige Ärzte. Und sie machen auch alle Krankheiten schon durch. Der hat immer, wenn er eine neue Krankheit gelernt hat, immer in sich reingefühlt und dachte, ja, das habe ich wahrscheinlich, gell? Weil er die Symptome alle kennengelernt hat. Und die sind mehr, als sie sind. Das bessere Beispiel ist aber, glaube ich, der trainierende Sportler. Ein Sportler, der für die Olympiade trainiert. Der ist nicht nur ein Trainierender, weil der sieht, der entwirft, da sind wir wieder beim Entwurf, der entwirft sich auf die Zukunft hin schon als Sieger. Muss er auch. Sonst könnte er gar nicht die Energie aufbringen, täglich an sein Limit zu gehen und darüber hinaus. Das kann er nur, weil er sich schon auf dem Siegertreppchen sieht, weil er den Ehrgeiz hat, unbedingt Olympiasieger zu werden. Der ist schon ein Siegertyp, bevor er gewonnen hat. Also das Dasein ist ständig mehr, als es im Augenblick gerade ist, weil wir uns auf die Zukunft hin entwerfen. Und jetzt kommt jetzt denkt er die Sache zu Ende. Er sagt ja, das Dasein ist, solange es ist, entwerfend.
Und da wirft bereits etwas seinen Schatten voraus, nämlich der Tod. Und er sagt, als Geworfenes in der Welt sein, ist das Dasein je schon seinem Tode überantwortet. Seiend zu seinem Tode stirbt es faktisch und zwar ständig. Warum ist das Dasein je schon seinem Tode überantwortet? Das ist eigentlich klar. Das Dasein stirbt faktisch, ist auch klar. In dem Moment, wo wir als Geworfenes Dasein, er spricht übrigens vom geworfenen Entwurf, weil wir haben in unserem Leben den Entwurfscharakter, dass wir uns auf die Zukunft hin entwerfen, aber wir werden vor der Geburt ja nicht gefragt, ob wir jetzt als Stein, als Tisch zur Welt kommen wollen oder als Pflanze oder als Mensch, sondern wir kommen zur Welt als Entwerfender und werden in die Welt hineingeworfen. Drum sind wir geworfener Entwurf. Aber gleichzeitig mit dem in die Welt hineingeworfen werden, werden wir auch in den Tod hineingeworfen, weil jeder von uns stirbt. Bisher haben die Wissenschaftler noch nichts erfunden, was in irgendeiner Weise die Zellen ewig erneuert und jung hält. Wir sterben faktisch. Das meint Heidegger damit, wenn er sagt, das Dasein stirbt faktisch. Aber warum sterben wir ständig? Warum sterben wir ständig? Wir sterben ständig, weil das Sein zum Tode, also er sagt, Dasein ist ein Sein zum Tode, weil wir uns dem Tod natürlich ständig nähern. Jeden Tag oder jeden Abend, es ist ja schon wieder Abend, jeden Abend sind wir um einen Tag ärmer. Ja, auch heute Abend wieder. Also wir gehen auf diesen Zeitpunkt zu. Das ist jetzt eigentlich alles noch recht banal. Jetzt kommt es aber. Wie gehen wir damit um? Und hier wird es jetzt schwieriger. Wie gehen wir damit um, dass unser Dasein ein Sein zum Tode ist? Er sagt es erstmal ganz trocken, das Ende des In-der-Welt-Seins ist der Tod. Und wie können wir mit diesem Faktum umgehen? Und da sagt der Heidegger, dass wir in der Regel sehr stark in das Existenzial des Mitseins eingebunden sind. Und die Gefahr besteht, dass wir in den Modus des anonymen Mann verfallen. Das heißt, man tut nur noch das, was alle tun, was man eben so macht. Wir glauben zwar, wir entscheiden und entwerfen unser Leben, in Wirklichkeit aber erfüllen wir nur ein paar Anforderungen und machen bequemerweise das, was man halt so macht. Und die Idealbilder, also bei Heidegger gab es ja noch kein Social Media und nichts, aber es gab ja auch schon Werbung, Gesellschaft. Und die Idealbilder, die es in der Gesellschaft gibt, die sind nirgendwo wirklich festgeschrieben. Aber sie existieren in den sozialen Medien, in der Werbung, im Fernsehen, im Kino, in der Gesellschaft. Die kriegen wir auch mit durch Eltern, durch Schule, durch Peergroups. Und es liegt nahe für uns, dass wir uns so verhalten und unser Leben die Richtung geben, wie man dem Leben ebenso die Richtung gibt. Das ist die Gefahr, in das anonyme Mann zu verfallen. Im Mitsein sind wir alle, ja, weil das Urteil der anderen für uns immer wichtig ist, da kommen wir nicht raus. Aber das Mann, das ist eine Modalität. Und er sagt, jetzt geht es um den Umgang mit dem Tod. Da sagt er, Mann sagt, der Tod kommt gewiss, aber vorläufig noch nicht. Mit diesem Aber spricht das Mann dem Tod die Gewissheit ab. Dieser wird hinausgeschoben auf ein später Einmal. Und zwar unter Berufung auf das sogenannte allgemeine Ermessen. Also, dass wir faktisch sterben, da sagt jeder, ja, ja, das stimmt. Aber wir schieben das hinaus, wir verdrängen das. Kinder, für Kinder ist eh kein Problem, Jugendliche verdrängen es auch, aber auch im höheren Alter verdrängt man es. Und nach allgemeinem Ermessen, man sagt, man wird ja eigentlich so und so alt, drum ist es noch lange hin. Ich habe es mal nachgeschaut, nach allgemeinem Ermessen beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung gemäß der aktuellen Sterbetafel, so heißt es, das machen die Statistiker, für neugeborene Mädchen aktuell 83,4 Jahre und für Jungen 78,6 Jahre. Und das bedeutet, man hat ja noch viel Zeit. Und natürlich auch diejenigen, die schon älter sind, ab einem bestimmten Alter wird man sogar noch älter, aber egal. Jedenfalls, wir sagen uns halt, wir sind ja noch rüstig. Ja? Wir sind ja noch rüstig. Man will sich natürlich damit nicht auseinandersetzen. Ja? Ich auch nicht. Klar. Und der Heidegger sagt jetzt, dass Mann,
Ja, dieses Mann hat ja noch Zeit. Das allgemeine Ermessen sagt, ich habe noch viel Zeit. Dieses Mann lässt den Mut zur Angst vor dem Tod nicht aufkommen. Und das ist schlecht. Heidegger empfiehlt, was heißt schlecht? Das ist eine Möglichkeit, natürlich damit umzugehen. Aber er empfiehlt uns genau das Gegenteil. Er sagt, wir müssen aktiv auf unseren Tod vorlaufen. Vorlaufen, ich habe es Ihnen mitgebracht. Das Vorlaufen enthüllt dem Dasein die Verlorenheit in das Mann selbst und bringt es vor die Möglichkeit, es selbst zu sein. Also im Vorlaufen auf unseren Tod, wenn wir uns den wirklich mal vor Augen führen und sagen, okay, wie lange habe ich eigentlich noch, haben wir dann die Möglichkeit, wenn wir wieder zurückkehren, uns anders zu entwerfen. Und tatsächlich gibt es Menschen, die entwerfen sich zu groß, die haben ein Wahnsinnsprojekt und am Lebensende oder schon im Alter haben sie das Gefühl, ich habe nichts erreicht, ich bin gescheitert. Und umgekehrt kann man sich aber auch zu klein entwerfen und dann das Gefühl haben, ich habe mein ganzes Leben verteidelt und verplempert. Indem wir uns auf den Tod hin entwerfen, bekommen wir schon mal mehr Substanz in unser Leben. Aber es wird noch radikaler. Das ist eigentlich ein Nebenaspekt. Gell? Er führt jetzt das Mann weiter aus. Er sagt, wir genießen und vergnügen uns, wie Mann genießt. Wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie Mann sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie Mann sich zurückzieht. Wir finden empörend, was Mann empörend findet. Und diese Lebensweise ist eben sehr bequem. Aber er sagt, da ist die Gefahr groß, dass wir einen uneigentlichen Modus unseres Daseins leben und nicht unsere Bestimmung und unsere Eigentlichkeit. Weil wir uns zu sehr von den gesellschaftlichen Imperativen steuern lassen. Und wenn man uns dann fragt, sagen wir zwar, nee, das bin ich. Und Heidegger hat auch in dem Sein und Zeit auch diesen, da hat er diesen wunderbaren Satz drin, das Wer des Daseins sagt oft am lautesten, ich bin es, wenn es gar nicht es selbst ist. Also die Gefahr besteht und er sagt, dieses wahllose Mitgenommenwerden von niemand sagt er deshalb, weil man orientiert sich an allem und niemanden, ist ja auch im Volksmund so ein Spruch, ja, alles und nichts. Man orientiert sich an allem und an niemanden. Deswegen kann er sagen, dieses Mitgenommenwerden von niemand, wodurch sich das Dasein in die Uneigentlichkeit verstrickt, kann nur dergestalt rückgängig gemacht werden, dass sich das Dasein eigens aus der Verlorenheit in das Mann zurückholt zu ihm selbst. Also, das Dasein muss sich eigens zurückholen aus der Verlorenheit in das Mann zu ihm selbst. Aber wie soll das gehen? Und er selbst sagt, es ist tatsächlich schwierig, wenn man sein ganzes Leben oder über längere Zeit, er sagt übrigens, wir alle haben Phasen des Lebens, wo wir uns nur vom Mann steuern lassen. Also das trifft uns alle. Und es ist natürlich schwierig, sich da überhaupt wieder rauszuholen, wenn man diese Bequemlichkeit lange genossen hat und in diesem Trott war. Und er sagt dann auch, in der Regel bedarf es einer existenziellen Krise oft, beispielsweise eines Burnouts, der uns einfach rausschmeißt aus den Bezügen und uns vereinzelt. Und zwar in einer ganz besonderen Stimmung, in der Stimmung der Angst. Die Angst ist kein Existenzial, obwohl sie hier steht. Die Angst ergibt sich direkt aus dem Sorgecharakter des Daseins und ist eine ganz wichtige Grundstimmung in unserem Leben. Weil allein in der Angst liegt die Möglichkeit eines ausgezeichneten Erschließens, weil sie vereinzelt. Und das stimmt schon. Also die Angst vereinzelt. Wenn Sie im Zustand der Angst sind, dann sinkt das ganze Mann ab. Da ist uninteressant, wie der FC Bayern spielt, was im Fernsehen kommt, was die anderen sagen. Da sind sie brutal mit sich allein, also in einem Zustand der Angst. Und er sagt also, die Angst ist ein dem Menschen unmittelbar zukommender Lebensumstand. Und er unterscheidet jetzt erstmal, also er erklärt dann, was er mit Angst meint. Das macht er generell oft, dass er erstmal sagt, was er nicht unter Angst versteht. Und dann sagt er, was er unter Angst versteht. Also er unterscheidet hier erstmal die Furcht und die Angst. Und er
definiert, für uns ist ja das ziemlich dasselbe, aber er definiert die Furcht so, dass die Furcht immer einen Gegenstand hat. Also wir fürchten uns, sagen wir mal, wenn uns eine Dogge anknurrt, dann fürchten wir uns, dass ein Hund uns beißt. Das ist ein direktes Objekt. Oder wir fürchten uns vor einer Diagnose des Arztes, dass wir positiv sind und irgendeine Krankheit haben. Oder wir fürchten uns meinetwegen auch vor der Klimaerwärmung. Das ist doch relativ konkret, wovor wir uns fürchten. Die Angst, sagt er, ist als Stimmung, als Grundbefindlichkeit etwas, was seltsam gegenstandslos ist, wenn man es phänomenologisch anschaut. Und er sagt eben, wovor die Angst sich ängstet, ist nichts von innerweltlich zu handelnem. Also die Angst ängstigt sich nicht vor innerweltlich zu handelnem. Innerweltlich zu handelnem wäre der Arbeitsplatz oder eben alle möglichen Zumutungen des Lebens, Corona etc., alles innerweltlich zu handelnem. Davor ängstigt sich die Angst nicht. Eben das, es gibt im Grunde nichts, wo man genau sagen kann, wovor die Angst sich ängstet. Und wir wissen auch aus der klinischen Psychologie, dass Angstpatienten in der Regel nicht kommen mit einer Phobie vor Spinnen oder so, sondern Angstpatienten haben das Problem, dass sie eine Lebensangst haben und nicht mehr sagen können, was eigentlich konkret die Ursache dieser Angst ist. Und dem geht Heidegger jetzt auf den Grund und sagt, wenn sich demnach als das Wovor der Angst das Nichts, das heißt die Welt als solche herausstellt, dann besagt das, wovor die Angst sich ängstet, ist das in der Welt sein selbst. Das ist jetzt eine phänomenologische Beobachtung, die ich denke, dass tatsächlich Substanz hat. Also in der Angst, wovor die Angst sich ängstet, ist eben wirklich tatsächlich oft nichts Konkretes, sondern das in der Welt sein selbst. Und wir haben ja schon gehört jetzt, dass wir nicht umhin kommen, um den Sorgecharakter des Lebens. Das Leben lebt sich nicht von selbst. Wir müssen uns um unser Leben sorgen, uns entwerfen. Wir müssen das Leben leben. Das Leben hat Aufgabecharakter. Es lebt sich nicht von selbst. Wir müssen jeden Morgen wieder diese Aufgabe übernehmen. Und wenn wir uns ängstigen, haben wir oft Angst, diese Aufgabe weiter zu übernehmen. Also das ist die Angst vor dem eigenen in der Welt sein, nämlich davor, dass wir unser in der Welt sein weiter leben können. Das ist das Wesen der Angst. Das ist sehr schwer zu verstehen, dieses Phänomen, und ist aber ein wichtiges Phänomen, das Phänomen der Angst. Und Heidegger hat in diesem Buch wie immer keine Beispiele gebracht. Er zeigt uns zwar die Existenzialien als Strukturen, aber, und in dem Fall die Angst vor dem Nichts, und dass die Angst alle mitweltlichen Bezüge absinken lässt und dass die Angst uns vereinzelt und auf uns selbst zurückwirft. Aber er bringt kein Beispiel. Es ist auch immer schwierig, aber ich werfe mich mal selbst in die Bresche, also ohne jetzt allzu viel zu verraten, aber ich denke mal, wir alle hatten schon mal Angst. Das ist jetzt gar nichts so Spezifisches, sondern ich bin sicher, jeder hier im Saal hatte mal solche Erlebnisse, aber da kann man phänomenologisch mal in die Nähe von dem kommen, was Heidegger meint. Die Isar, wunderschöner Tag, Sonne, und ich hatte mich gerade von meiner langjährigen Freundin getrennt, ja, und ich war schon, würde ich mal sagen, in gedrückter Stimmung. Und dann dachte ich mir, ja gut, draußen scheint die Sonne, blauer Himmel, wunderbar. Und ich bin eben an die Isar gezogen dann. Und dann dachte ich mir, ja, gehst halt raus an die Sonne, dann geht es dir wieder besser. Ja, dann gehe ich da raus und Sie sehen ja die vielen Leute, gehe so an der Isar entlang. Es ist mir irgendwie nicht besser gegangen, trotz Sonne. Und dann schaue ich so und dann sehe ich lauter so Pärchen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin eigentlich ganz schön allein. Dann schaue ich weiter, dann sehe ich so Jugendliche, die so in Klicken sitzen, mit einem Kasten Bier, mit einem schönen Bierchen und meist manchmal noch ein Feuer. Und da habe ich mich noch mehr allein gefühlt. Und dann dachte ich, ja, da gibt es andere, die jetzt auch genau wie ich so als einsame Wölfe da rumlaufen. Und tatsächlich habe ich welche gesehen, die auch allein waren, aber die waren mit ihrem Hund unterwegs. Ich hatte ja nicht mal einen Hund. Und dann, ja, also da, jetzt im Nachhinein lache ich auch, aber das Problem war,
dass ich dann tatsächlich in totales Selbstmitleid verfallen bin. Gell? Also ich habe mich immer mehr als so einen völlig armen, einsamen, im Stich gelassenen gefühlt. Und dann aber, interessanterweise, hatte ich auf einmal eine zweite Dimension, eine zweite Ebene irgendwie erreicht. Und da musste ich da auch raus. Ich musste da raus. Gell? Und habe mich so unterm Baum gesetzt und habe gemerkt, da waren die Leute plötzlich weg. Und dann hatte ich so ein Gefühl von völliger Sinnlosigkeit. Ich habe mir gedacht, was soll das eigentlich noch? Was mache ich hier noch? Es war wirklich eine totale Leere in mir. Ich bin ein bisschen durchgefallen. Und dann habe ich irgendwann wieder einen Grund erreicht und dann so auf Sicht gesehen, ging es mir danach sogar wieder besser. Also da war ich wieder entschlossener. Ja? Also das ist jetzt nur, und so Erlebnisse der Angst, nur mal um zu zeigen, dass da tatsächlich die Mitwelt verschwindet. Die ist irgendwann nicht mehr da und man ist auf sich selbst zurückgeworfen, auf seine eigene Sinnstiftung. Das beschreibt jetzt noch nicht genau das, was Heidegger beschreibt. Heidegger radikalisiert es jetzt nämlich noch. Aber es zeigt mal im Ansatz, wie die Grundbefindlichkeit der Angst sich einstellen kann. Er sagt, dass nichts davor die Angst bringt, enthüllt die Nichtigkeit, die das Dasein in seinem Grunde bestimmt. Also, dass nichts davor die Angst bringt, enthüllt die Nichtigkeit, die unser Dasein in seinem Grunde bestimmt. Heidegger wurde deshalb auch als Nihilist und als Atheist beschimpft, weil er hier ja sagt, wenn wir plötzlich auf uns selbst vereinzelt sind, im Modus der Angst, in dieser tiefen Stimmung der Angst, enthüllt uns das Dasein die eigene Nichtigkeit, die unser Leben im Wesentlichen ist. In uns ist nichts, das sagt, du sollst leben. Ja? Das ist nicht so, dass wir irgendwann auf so einen Grund kommen und da ist dann was, was sagt, ja, lebe, lebe, sondern da ist erstmal nichts. Kierkegaard sagt übrigens auch, die Angst ist der Schwindel der Freiheit, weil umso tiefer man in sich reinschaut, in der Angst, umso weniger ist da. Da kann einem schwindlig werden in einem wörtlichen Sinne. Und gläubige Menschen zum Beispiel, wenn die sagen, da ist dann vielleicht noch eine Stimme, dass die ihnen sagt, du darfst dich nicht suizidieren zum Beispiel. Du musst dein Leben wieder übernehmen angesichts des Nichts. Vielleicht hören die noch diese Stimme, weil sie wissen ja, Suizid ist eine Todsünde. Und bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Suizidenten nicht in geweihten Boden beerdigt, sondern außerhalb des Friedhofs. Und der Christ hat vielleicht das Glück, dass er das hört, oder der Mohammedaner. Aber Heidegger sagt, auch die können Probleme bekommen, weil in der Angst offenbart sich, wie es hier steht, die Nichtigkeit, die das Dasein in seinem Grunde bestimmt. Und die ganze Mitwelt, auch die christliche Erziehung oder die islamische, das verliert sich immer mehr. Und man ist dann mit sich allein. Und das ist das große Problem. Die Stoiker zum Beispiel sehen die größte Freiheit darin, sich angesichts dieses Nichts, das unser Dasein ausmacht, für das Dasein zu entscheiden oder dagegen und sehen es als absolut angemessen und als zu respektierende Entscheidung, wenn sich einer gegen sein Dasein entscheidet. Also die Stoiker, gab es auch einige berühmte Stoiker wie Seneca, die Suizid verübt haben. Aber das jetzt nur, ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass in der Stimmung der Angst alle Meinungen der anderen verblassen, wir auf uns vereinzelt sind und dann vor dem Nichts stehen. Und jetzt kommt aber die Wende ins Positive. Er sagt, die Angst offenbart im Dasein die Freiheit des sich selbst Wählens und Ergreifens. Die Freiheit des sich selbst Wählens und Ergreifens. Und das ist jetzt die positive Seite der Angst. Wir können uns dann tatsächlich entschlossen in dieses Nichts setzen und uns wieder ergreifen und sagen, ich mache weiter. Wer das mal durchlebt hat, steht wieder anders da, der hat wieder mehr Kraft. Viele Burnout-Patienten beschreiben das sogar auch, dass sie nach dem Burnout
wo alles zusammengebrochen ist. Meistens der Job, meistens auch im Privatleben bricht alles weg. Also das kommt oft auf einmal und die ganzen mitweltlichen Bezüge sind weg, sie vereinzeln sich und sie schaffen es gar nicht mehr, die Aufgabe des Lebens zu übernehmen. Also es ist nicht so, dass die sagen, jetzt mache ich mal eine Pause von der Arbeit. Die brechen zusammen, die schaffen es nicht mehr und werden vereinzelt. Und wenn sie es dann aber schaffen, aus der Krise hervorzugehen, dann leben sie oft sogar ein verändertes Leben, finden manchmal in ihre Eigentlichkeit und machen die Dinge anders und geben dem Leben eine andere Richtung, die wieder funktioniert. Ja? Gut, und das Interessante ist jetzt dabei, ich meine, diese Angst, die ist schon heftig. Ich hatte auch mal einen Bekannten, der war in einer Sekte und ist dann raus und das war für ihn ganz schwierig, das war ein ewiges Hin und Her. Weil diese Sekten haben ja auch irgendwas Positives, sonst wären die Menschen nicht da drin. Das ist ein unheimlicher Zusammenhalt, eine gegenseitige Bestätigung. Und er wusste, er verliert das alles. Also er musste da ganz raus. Und der hat es auch schwer. Ja? Und übrigens noch was wollte ich Ihnen sagen, die Statistiker will ich schon wieder bemühen, an Suizid denkt jeder Mensch in seinem Leben einige Male. Das heißt nicht, dass wir da jetzt ewig in einer Depression sind und über Suizid nachdenken, aber so als Gedanke, dass man denkt, ja, tatsächlich diese Möglichkeit gibt es, das tut jeder. Ja? Gut. Und jetzt kommt noch was, also wenn man das Buch liest, dann habe ich gedacht, ja, Dasein gründet sich im Wesentlichen auf dieser absoluten Freiheit angesichts des Nichts, sich zu entscheiden für seine Eigentlichkeit. Aber plötzlich kommt dann, ja, wir sind nicht ganz allein. Es gibt tatsächlich einen leisen Ruf. Dann dachte ich, woher kommt jetzt dieser Ruf? Und da wird spannend, weil ich dachte, ja, wer soll dann dieser Rufer sein? Weil er hat ja eben gesagt, in uns, der Kern, da ist nichts. Wir schaffen unseren Kern erst durch unseren Entwurf und unseren Entschluss. Und das nennt er den Ruf des Gewissens. Was ruft das Gewissen dem Angerufenen zu? Streng genommen nichts. Der Ruf sagt nichts aus, gibt keine Auskunft über Weltereignisse, hat nichts zu erzählen. Am wenigsten strebt er danach, im Angerufenen ein Selbstgespräch zu eröffnen. Dem Angerufenen selbst wird nichts zugerufen, sondern es ist aufgerufen zu ihm selbst, das heißt zu seinem eigenen Sein können. Also, dieser Gewissensruf sagt jetzt nicht, mach dies oder das oder kündige den Job. Es ist, eröffnet auch kein Selbstgespräch, dass wir nachdenken, wie muss ich mein Leben ändern. Das ist nur so ein leiser Ruf, der uns in unser Dasein zurückruft. Oder wie er es formuliert, es ist ein Ruf, wir sind aufgerufen zu uns selbst. Wir sind schon aufgerufen, weiterzumachen. Ich denke mal, mit Schopenhauer würde ich sagen, ist das der Wille zum Leben. Der ist schon da. Also wir sind aufgerufen. Aber wer ist der Rufer? Schreibt er wörtlich. Wer ist der Rufer? Wer ruft uns denn da? Und dann sagt er, sofern, das ist seine Antwort, sofern es dem Dasein als Sorge um sein Sein geht, ruft es aus der Unheimlichkeit sich selbst auf zu seinem Sein können. Also dieser Sorgecharakter des Daseins, dass wir uns eh schon immer um unser Leben sorgen, der kommt auch im Modus der Angst zum Tragen. In dieser Grundstimmung der Angst kommt der zum Tragen und sagt und ruft uns in unser Dasein. Der ruft uns. Das ist sozusagen der Ruf des Gewissens. Darum kann er sagen, der Ruf kommt aus mir und doch über mich, weil sich das Dasein selbst in das Leben ruft. Gut, das Gewissen offenbart sich also letztlich als Ruf der Sorge. Der Rufer ist das Dasein, sich ängstigend um sein Sein können. Ja? Und jeder von uns hat die Chance, diesen Ruf zu hören, denn das Dasein ist rufverstehend hörig seiner eigensten Existenzmöglichkeit. Und jetzt sind wir bei Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, weil wir haben die Möglichkeit, in dieser Grundstimmung der Angst uns selbst zu erwählen und dadurch in unsere Eigentlichkeit zu finden. Das sagt noch nicht, was dann im Einzelnen diese Eigentlichkeit ausmacht. In seinem Spätwerk fügt er aber noch hinzu, dass auch in einer Stimmung der Gelassenheit, sogar der Langeweile, auch die Umwelt, die Mitwelt zurücktritt und auch da kommen wir vor die innere Leere und können uns nochmal neu entwerfend in dieses Nichts setzen. Auch da haben wir eine Chance, in die Eigentlichkeit zu kommen.
gut. Sein Resümee ist, das Dasein hat, und das ist auch ein Existenzial, einen Möglichkeitscharakter. Das Dasein versteht sich entweder, ich zitiere das mal hier, das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Existenz, einer Möglichkeit, es selbst oder nicht es selbst zu sein. Die Existenz wird in der Weise des Ergreifens oder Versäumens nur vom jeweiligen Dasein selbst entschieden. Also wir selbst entscheiden das letztlich. Und deswegen, also wir können natürlich die Angst verdrängen. Wir können jeden Angstzustand verdrängen. Wir können auch den Tod verdrängen. Wir können das verdrängen. Heidegger empfiehlt uns aber im Vorlaufen auf dem Tod diese Erfahrung zu machen, der Angst standzuhalten und so versuchen, das Dasein in die Eigentlichkeit zu bringen. Jetzt komme ich zum letzten Existenzial, zur Schuld, weil das Dasein aus großen und kleinen Entscheidungen besteht und wir ständig dem Dasein Richtungen geben. Wir können übrigens auch eine Richtung mal ändern. Wenn wir merken, wir sind Buchhalter geworden, sind todunglücklich und wollen, was weiß ich, Architekt werden, können wir durchaus nochmal einen Neuanfang machen. Und bereits, wenn wir anfangen zu studieren, sehen wir uns nicht mehr als Buchhalter, sondern, weil das Dasein sich selbst voraus ist, schon als künftigen Architekten. Also man kann immer auch die Richtung noch verändern. Aber wie wir uns auch entscheiden, wir sind schuld. Und zur Schuld sagt er jetzt etwas Interessantes. Wesenhaft schuldig ist das Dasein, auch nicht zuweilen und dann wieder nicht schuldig, sondern wir sind immer schuld. Es ist ein Existenzial. Warum sind wir nicht nur manchmal schuldig, wenn wir irgendwas ausgefressen haben und dann wieder nicht schuldig, wenn wir was gut gemacht haben? Wir sind immer schuld, weil wir ja ständig kleine und große Entscheidungen treffen und dadurch existenziell schuldig werden. Und zwar nicht vor Gott, auch nicht vor den anderen, sondern vor unserem eigenen Dasein. Wir werden an unserem nicht gelebten Leben schuld, verstehen Sie? Weil wir ja immer Entscheidungen treffen. Und das Wort Entscheidung, sagt der Heidegger, kommt von scheiden, vielleicht sogar von endgültig scheiden. Wissen Sie, wenn Sie Pilot werden, können Sie nicht mehr Philosoph werden. Wenn Sie Lehrer werden, können Sie nicht mehr Sportler werden. Also egal, welchen Beruf Sie ergreifen, Sie entscheiden sich und Sie scheiden viele andere Dinge aus im Leben. Viele hier im Saal haben wahrscheinlich, wie die meisten Menschen, Dinge, wo sie gedacht haben, das hätte ich vielleicht machen sollen. Vielleicht sind wir aber auch zufrieden mit unseren Entscheidungen. Aber wie auch immer, wir sind verantwortlich für das, was wir gemacht haben und verantwortlich für das, was wir nicht gemacht haben. Also auch für das nicht gelebte Leben sind wir verantwortlich, da sind wir schuld. Diese existenzielle Schuld ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, so etwas ganz Großes. Zum Beispiel, heute Abend sind Sie jetzt alle hier bei dem Heidegger-Vortrag und haben sich schuldig gemacht an sich selbst, weil Sie hätten ja jetzt Freunde treffen können, Sie hätten die Familie treffen können, ins Theater gehen, Sie hätten in die Oper gehen können, in ein Konzert. Sie hätten, weiß Gott, was machen können, aber Sie haben sich entschieden. Sie haben x andere Dinge, die Sie hätten machen können und sich entwerfen hätten können, ausgeschieden und sind heute hier. Und dafür müssen Sie die Verantwortung übernehmen, auch für ganz kleine Entscheidungen. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt nicht sehr schuldig, dass Sie das gemacht haben, aber das meint er letztlich, wir werden an uns selbst auch schuldig und natürlich auch an anderen über das Mitsein. Und es geht ihm aber immer darum, dass wir schon versuchen sollten, ein eigentliches Dasein zu führen. Und er macht jetzt noch was Zweites in seinem Spätwerk, da habe ich Ihnen noch zum Schluss auch dieses hier mitgebracht, Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre. Da stellt er eine ganz, finde ich, interessante These noch auf. Er sagt, nicht nur das Individuum, auch ganze Gesellschaften können in einen uneigentlichen Modus des Seins kommen. Ganze Gesellschaften, ganze Nationen. Und er sagt, das Riesenproblem heutzutage ist, dass wir durch die Technik versklavt werden. Und zwar nicht versklavt in dem Sinne, die Technik befreit uns ja auch von vielem. Aber die Technik führt dazu, dass sie nicht nur ein Werkzeug ist. Aber ich mache es mal der Reihe nach. Zunächst mal ist die Technik ja ein Werkzeug. Also technische Werkzeuge wären ein Hammer, eine Säge, eine Bohrmaschine und so weiter. Und jetzt sagt der Heidegger, aber
die Technik ist auch ein Kraftwerk. Ja? Auch das Kraftwerk ist mit seinen Turbinen und Generatoren ein von Menschen gefertigtes Mittel zu einem von Menschen gesetzten Zweck. Auch das Raketenflugzeug, auch die Hochfrequenzmaschine sind Mittel zu Zwecken. Also, die Technik ist immer ein Mittel zu einem Zweck. Aber in dieser Schrift sagt er dann, dass sie längst darüber hinausgewachsen ist. Nach ein paar hundert Jahren industrieller Revolution haben wir uns derart an die Technik gewöhnt, dass wir die Welt selbst unter einem technischen Blickwinkel wahrnehmen. Wir sehen die Welt technisch. Das führt er dann aus, wird jetzt nämlich zum Problem. Die Technik, sagt er, ist eben nicht bloß ein Mittel zu einem bestimmten Zweck. Die Technik ist eine Weise des Entbergens. Entbergen, aletheia, griechisch, also Unverborgenheit, entbergen. Man könnte auch sagen, ist eine Weise der Wahrheitssuche oder des Erkennens. Also die Technik ist heute eine Art und Weise, wie wir die Welt erkennen. Wir haben inzwischen einen technischen Blick auf die Welt entwickelt. Und wir kommen auch unter das Gestell der Technik. Das ist wieder so ein Wort von Heidegger, an seine Sprache muss man sich gewöhnen, aber sie sagt schon was. Wir kommen unter das Gestell der Technik. Über die technische Wahrnehmung der Welt stellen wir die Natur, so wie der Jäger das Wild stellt. Oder wie ein Weichenstellwärter, die Weichen stellt für die Züge. Wir stellen die Natur. Ackerbau ist modernisierte Ernährungsindustrie. Die Luft wird auf die Abgabe von Stickstoff gestellt. Der Boden auf Erze. Wir stellen die Natur. Und Gestell heißt das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen stellt, das heißt herausfordert, das Wirkliche in einer Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen. Auch wieder ein echter Heidegger. Ich bringe mal wieder einfache Beispiele, dann brauchen wir uns mit der Sprache nicht so quälen. Ja? Aber unter Gestell meint er eben die Gesamtheit dieses Stellens, das uns immer mehr in den Griff bekommt und den Menschen auch zu einem Bestand herabwürdigt. Er selbst bringt ein Beispiel, er sagt, er findet schon das Wort Human Resources. Also dass es gibt Betriebskapital, es gibt physikalisches Kapital und es gibt Human Resources. Also da wird der Mensch zum Bestand gemacht. Das physische Kapital ist klar, sind die Maschinen, die Halle, die Produktionsmittel. Und der Mensch wird mit all dem, was er einbringt, an Wissen, Fähigkeiten, auch als Faktor gerechnet und wird zu Bestand. Er kritisiert auch die Gerätemedizin, aber das trifft alles noch nicht richtig. Ich habe so das Gefühl, vielleicht mit einem eigenen Beispiel, das Gestell, wo ich das Gestell der Technik wieder erlebt habe, war erst vor kurzem über das Handy. Da sieht man es übrigens auch schon in der Früh, wenn die Leute dann zur U-Bahn gehen. Gell? Das ist ein Gestell, dass dann alle so gehen. Das ist das Gestell der Technik. Die stellen uns als bucklige Handyschauer. Aber es geht noch weiter. Dann kriege ich eine SMS von einem Freund, der sagt, ja, lass uns nächste Woche das und das machen. Und ich war am Abend völlig fertig, also war viel Stress, viel los. Habe ich nicht gleich geantwortet. Dachte, ja, antworte ich am nächsten Tag, weil ich eh noch überlegen musste, ob und Ding. Am nächsten Morgen schaue ich rein, dann steht da, bist du tot? Ja? Und warum? Weil ich nicht sofort geantwortet habe. Unter dem Gestell der modernen Telekommunikation per Handy muss man innerhalb einem bestimmten Zeitraum antworten. Weil er hat gesagt, er hat meine Häkchen gesehen. An den Häkchen hat er gesehen, dass ich offenbar seine SMS oder gelesen habe und trotzdem nicht geantwortet. Und dann kommt, bist du tot. Das ist das Gestell der Technik, wissen Sie? Und da hat der Heidegger schon was erkannt. Und dann sagt er zum Beispiel, die moderne Technik, das ist auch von ihm etwas, was richtig ist. Also die Technik, das Problem ist, sie funktioniert ja, die Technik, die Autos und alles. Drum sind wir auch da so leichtgläubig, weil wir die Erfahrung mit der Technik machen, vom Auto bis zur elektrischen Zahnbürste, dass es ja irgendwo richtig ist, funktioniert und erleichternd ist. Aber Heidegger sagt uns jetzt, die moderne Technik treibt in die größtmögliche Perfektion. Und die Perfektion beruht auf der durchgängigen Berechenbarkeit der Gegenstände.
Also wir lassen die Natur und die Gegenstände nicht mehr anwesen und sich zeigen, wie sie sich von sich selbst her zeigen, sondern wir versuchen alles zu berechnen. Und diese Berechnung kann fatale Folgen haben, weil diese Berechenbarkeit oft nicht stimmt. Und da habe ich jetzt ein schönes Beispiel von Heidegger selbst. Er war Atomkraftgegner. Er war Gegner der Atomkraft. Damals hat es überhaupt erst die ersten Kraftwerke gegeben zu seiner Zeit und er war massiv dagegen, als er gehört hat, dass die Halbwertszeit 24.000 oder 25.000 Jahre ist und hat gesagt, das können wir anderen Generationen nicht zumuten und er glaubt nicht, dass das berechenbar ist. Es wurde aber berechnet, es wurde dann nach Endlagern gesucht, Gorleben und Asse. Und es wurde dann gesetzlich festgelegt, dass so ein Endlager 1 Million Jahre sicher sein muss und die radioaktiven Stoffe lagern können muss. Er hat sich eben da aufgeregt, weil er sagt, das lässt sich nicht berechnen. Und diese 1 Million Jahre sicheres Endlager hat tatsächlich nicht funktioniert. Wir sehen hier ein Bild aus der Asse, Asse 2. Das war ein Salzstock, so wie Gorleben auch ein Salzstock, mit einem Salzbergwerk. Jetzt hat sich das natürlich angeboten, dass man den radioaktiven Müll in einen Salzstock einlagert in der Tiefe, weil das Salz das ja abschirmt. Wobei man sagen muss, die Geologen waren durchaus unterschiedlicher Meinung, weil Salzstöcke ja auch wandern. Naja, dann wurde das erforscht und freigegeben und als Endlager ausgewiesen. Und nach 30 Jahren hatten wir erste Wassereinbrüche. Nach 30 Jahren, obwohl es für 1 Million Jahre berechnet wurde. Und noch ein Jahrzehnt später, man hat dann versucht, die Einbruchstellen wieder abzudichten. Und man hat es nicht mehr geschafft. Inzwischen strömen 10.000 Liter Wasser jeden Tag in die Asse und werden rausgepumpt mit eigenen Pumpwerken und oben in Lastkraftwagen verfüllt, die das dann wieder verkippen. Weil wenn man das Wasser gleich hochpumpt, ist es noch nicht radioaktiv. Inzwischen sind die Gefäße erodiert. Unten ist eine radioaktive Strahlung, dass kein Mensch da mehr runter kann. Und jetzt wurde beschlossen, dass man die Asse, diese ganzen Fässer wieder rausholt. Und zwar innerhalb der nächsten 10 Jahre bis 2033 ab 2033 soll man soweit sein, dass man da wieder was rausholen kann. Und weil aber niemand mehr runter kann, baut man jetzt diesen Roboter, den sogenannten Tripod mit seinen drei Beinen, der dann da runter kann und diese Fässer holen. Und das Verrückte ist aber, jetzt braucht man einen zweiten Schacht, wo man den runterbringt, dann bohrt man quer rüber, dass der die Fässer. Also das kostet Milliarden, zwischen 4 und 10 Milliarden, allein um das hochzuholen. Und wenn man sie oben hat, wissen wir ja wieder nicht, wohin. Also Sie sehen, da hat der Heidegger was Richtiges gesagt. Ich zitiere das mal. Die Menschheit tritt in das Zeitalter ein, dem sie den Namen Atomzeitalter gegeben hat. Also damals hieß es tatsächlich in allen Medien, jetzt geht es ins Atomzeitalter, weil da so ein Optimismus da war und man glaubte, es berechnen zu können. Und da schreibt er, ein kürzlich erschienenes, für die breite Öffentlichkeit berechnetes Buch trägt den Titel »Wir werden durch Atome leben«. Das Buch ist mit einem Geleitwort des Nobelpreisträgers Otto Hahn und des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß versehen. Am Schluss der Einführung schreiben die Verfasser, das Atomzeitalter kann also ein hoffnungsvolles, glückliches Zeitalter werden, ein Zeitalter, in dem wir durch Atome leben werden. Auf uns kommt es an. Und Heidegger sagt dazu, allerdings, auf uns kommt es an. Auf uns und einiges andere kommt es an. Darauf nämlich, ob wir uns noch besinnen, ob wir uns überhaupt noch besinnen wollen und können. Ja? Also und da hat er tatsächlich natürlich in gewisser Weise richtig gelegen, dass so etwas nicht mehr berechenbar ist, wie es die Technik immer berechnen will. Und was meint er nun mit Besinnung? Also das Denken des Atomphysikers Otto Hahn hält er für besinnungslos. Und wenn wir überleben wollen, sagt er, müssen wir eine Kehre vollziehen. Deswegen heißt es hier die Technik und die Kehre. Wir müssen eine komplette Kehre vollziehen und dürfen nicht mehr unsere ganze Wahrnehmung unter die Imperative der Technik stellen. Was können wir berechnen? Was können wir dem Boden abverlangen? Was und so weiter. Sondern wir brauchen ein besinnliches Denken, das den Sinn von Sein, das das Ganze wieder ins Auge nimmt. Wir müssen statt die Nutzer des Seins
müssen wir zu Hütern des Seins werden. Wir brauchen eine ganz neue Einstellung. Und wir brauchen ein besinnliches Denken, das sich nicht mehr versklaven lässt von den technischen Gedanken der totalen Vernutzung der Natur. Und bei dieser Gelegenheit sagt er eben auch, sollen wir auf den Weg der Besinnung gelangen, dann müssen wir allem zuvor uns erst in eine Unterscheidung finden, die uns den Unterschied zwischen dem bloß rechnenden Denken und dem besinnlichen Denken vor Augen führt. Also diese Unterscheidung zwischen besinnlichem Denken und bloß rechnenden Denken müssen wir jetzt endlich machen. Und er hat auch noch was Tröstliches. Er sagt, wo aber die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Da hat er ein Zitat von Hölderlin, ja, von Hölderlin übernommen. Und das ist nicht von ihm, ist von Hölderlin. Und er hat es deshalb übernommen, weil er sagt, der Mensch ist eben so gebaut, dass wenn die Gefahr tatsächlich groß ist und er merkt die Folgen, dann passiert oft was, auch in seinem Geist, in der Welt sein. Er orientiert sich neu, er gibt mit Entscheidungen, den Dingen eine neue Richtung. Und hier hat er vielleicht etwas Hoffnungsvolles gesagt. Tatsächlich ist es ja so, dass wir erstmals in der Geschichte jetzt eine Phase haben, in der die Menschheit als Ganzes sich bewusst wird, dass wir jetzt gemeinsam entschlossen handeln müssen, wenn wir die Gattung Mensch überhaupt auf dem Planeten erhalten wollen. Das gab es noch nie zuvor, dass ein weltweites Bewusstsein diesbezüglich generiert wurde. Ob das jetzt noch rechtzeitig kommt alles, das ist nochmal eine andere Frage, die kann niemand entscheiden. Ich fasse nochmal zusammen. Heidegger stellt die Frage nach dem Sinn von Sein, nach dem Sinn des Lebens. Dann sagt er, diese Frage, wer stellt diese Frage? Es ist der Mensch, es ist das menschliche Dasein, das fragen muss und dem es in seinem Leben um sein Leben geht. Der Mensch ist der Fragesteller. Nur der stellt die Frage nach dem Sinn von Sein. Also müssen wir zuerst mal den Menschen kennen, der diese Frage stellt. Dann schaut er sich das Dasein an und sagt und arbeitet diese Kategorien heraus. Das in der Welt sein, die Befindlichkeit, die Sorge, den Entwurf, das Sein zum Tode, das Mitsein, die Angst, den Möglichkeitsrater und die Schuld. Aber, meine Damen und Herren, hat er denn jetzt die Frage nach dem Sinn des Lebens, hat er die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet? Er hat es nicht. Und in diesem Buch, ganz zum Schluss, stellt er selber nochmal die Frage und sagt, naja, er hat sie nicht beantwortet, er hat aber die Grundlage geschaffen, auf der er dann vielleicht die Frage beantworten kann und er verspricht dann, dass er in einem zweiten Band der Fundamentalontologie die Sinnfrage beantworten wird. Dieser zweite Band, diesen zweiten Band hat er nie geschrieben und das bedeutet, die Frage bleibt weiter offen. Danke. Danke. Danke.